One. Ein Podcast mit Shelly und Christian. Dishes sind saures. Heute? Shelly und Christiane freuen sich auf Halloween. Oh, was hast du denn? Ach, wir haben, ach ja, es ist Oktober. Ja, es ist nicht nur ein neuer Podcast, es ist kurz vor Gruseltime. Guck mal, mein cooler Hut! Ja, passt der zur Berufsbezeichnung oder? Was, Hexe? Es gibt auch Liebe. Guck mal, Bibi Blocksberg. Gut, das hat nichts mit Halloween zu tun. Okay, ich wüsste. Ja, Hexenhut. Das schon. Ja. Das heißt, du kommst auf meine Halloween-Party? Wir gucken mal. Ja. Aber damit ist ja dann klar, worum es heute geht, ne? Ja, um meine nicht vorhandene Halloween-Party. Um dein Friends Day an Halloween? Am Reformationstag. Ja, also. Ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen und bei uns ist Reformationstag, erzkatholisches Gebiet, wo ich wohne, nix. Ja. Wir haben dann Allerheiligen frei. Ja, verstehe. Also eigentlich. Ich war auch mal katholisch, als ich noch in der Kirche. Auf dem Papier. Auf dem Papier war ich mal katholisch, genau. Aber wir haben ja seit, ich glaube jetzt im dritten Jahr oder im zweiten Jahr. Wann war denn 600 Jahre? 500. Waren das 500? Ich dachte, das waren 600. Naja, whatever. Ich und meine Religionsbildung. Ist besser, dass ich nicht mehr da bin. 1517. Aha, also haben wir 18, 19 und jetzt im dritten Jahr Correct. Schon Feiertag, weil 17 war ein außerplanmäßiger Feiertag. 17 war der Reformationstag in ganz Deutschland ein Feiertag. Das ja. Sie ist dann für uns Westfalen, dass wir noch zwei Feiertage hatten, nämlich All Hallows Eve und All Hallows. Also Halloween, genau, und Halloween kommt ja vom Begriff All Hallows Eve, also die Nacht vor Allerheiligen, genauso wie Heiligabend, Christmas Eve heißt im Englischen, und die Nacht, also Silvester bei uns, die Nacht vor Neujahr ist New Year's Eve, also die Nacht oder der Abend davor. Und genau daher kommt auch der Begriff Halloween, also All Hallows Eve ist eigentlich aus dem irischen Brauch ein Feiertag, die Nacht der Toten. Die Iren sind ja auch so ein erzkatholisches Volk. Und als im 5. Jahrhundert St. Patrick die Iren missioniert hat, hatte er natürlich viele Kelten da. Die haben in der Zeit das keltische Fest Samhain gefeiert, wo es auch die Nacht der Toten ist. Also das Ende des Kalenderjahres, wenn es in die Winterzeit übergeht. Wir haben ja auch kurz vor Halloween die Uhrumstellung zum Beispiel. Und daher kommt das Ganze. Na dann, also die Nacht vorher. irgendwie sind wir, herzlich willkommen zum Geschichtsblog. Genau. Podcast. Darf ich vorstellen, Shelly, Lehrerin aus Leidenschaft. Naja, immerhin bin ich schon mal weg von der Hexe, oder? Ja, genau. Bildungsauftrag für heute auch erfüllt. Und jetzt überlegen wir, was wir mit dem Rest von Halloween anfangen. Feierst du Halloween? Drückst du deinen Kindern irgendwelche Tüten in der Hand und dann los auf, Tür auf, Süßes oder Saures? Macht ihr sowas? Früher. Ja? Ja, also hier, wo wir wohnen, ist es ganz klar davon abhängig, ob du
hier in der Ecke wohnst, wo ich jetzt wohne, oder ob du im Neubaugebiet wohnst. Mhm. Wenn du viele Kinder in einer Siedlung hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da Halloween gefeiert wird, dass da rumgegangen wird, sehr hoch. Das ist in den 90ern aus den USA zu uns rübergeschwappt. Also eigentlich ist es ja zurückgeschwappt über den großen Teich. Ja, aber mal ganz ehrlich, feiert man das? Oder schicken die Eltern die Kinder nur raus zum Süßigkeiten absahnen? Gibt beides, ne? Also ich kenne das gar nicht. Als ich noch klein war, gab es sowas nicht. Und ich war in meinem Viertel, in dem ich, meine Hut, da war ich auch die einzige Minderjährige. Christiane in Null. Genau, das gab es für uns gar nicht. Wobei ich war, wie hieß das denn? Martinslaufen? Mhm. Heißt das so? Ja, ne? Gibt's auch. Da habe ich tatsächlich, also in dem Viertel, in dem ich groß geworden bin, gibt es ja so ein Geschäft an dem nächsten. Nein, ich bin nicht in der Fußgängerzone groß geworden. Also doch, es ist eine, aber nicht die. Keine Shoppingmeile. Aber es gibt so ein kleines Geschäft nach dem nächsten und da bin ich früher auch mit so einem kleinen Beutelchen rumgelaufen, aber eben nicht an Halloween. Das gab es bei uns früher nicht. Nee. Irgendwann bin ich ausgezogen und habe ganz blöd geguckt, als dann also an Halloween-Abend ständig irgendwelche Kinder an meiner Tür geklingelt haben und Süßes und Saures. Ich sage, ich zeig dir Saures. Das ist, hier nicht klingeln und so. Aber ich kenne das gar nicht. Aber, nicht. Aber wenn du sagst, ihr habt das früher auch gemacht, dann, aber als du klein warst, noch nicht. Nur deine Kinder. Nein, da gab es das noch nicht. Ja, meine Kinder haben das gemacht. Ja, wo wir gewohnt haben, als die Kinder, also meine beiden großen Kinder, noch klein waren, da gab es eben auch Kinder in der Straße und da war das auch durchaus üblich. Und dann haben wir auch kleine Halloween-Feiern gemacht. Also es ist im Endeffekt eine Kostümparty bei uns, wo es dann gruseliges Essen gibt. Voll also schön. Abgeschnittene, das heißt, Finger und so Gedöne. Also Ende Oktober schon mal die Kostüme, die ihr dann am 11., ach nee, das war ja noch woanders, am 11.11. feierlich vor die Tür tragen. Nein. Okay. Karneval? Ja. Wäre das, was bei dir Fasching ist, ist bei uns Karneval. Und das wird im Februar oder März gefeiert. Also wir machen hier nicht den Karnevalsauftakt am 11.11. Und obwohl es das auch gibt. Exakt. Aber dann verkleidet man sich im Zweifel als Prinzessin. Oder Pirat oder beste Geier und nicht unbedingt als Gruselgestalt wie an Halloween. Also brauchst du zwei Kostüme. Oha. Ja, hier, also, ne? Hat schon Vorteile, hier oben zu wohnen. Hier passt. Also farblich passt du heute? Bin ich schon, ja, kurz vor. Ich habe heute schwarz in schwarz, in Ton mit schwarzer Hose und schwarze Socken und. Und schwarze Kopfhörer. Und schwarze Kopfhörer, das stimmt. Weil wir zoomen schon wieder. Zoom, zoom. Zoom, zoom. Geht ja nicht anders hier. Nee. Wenn du nicht nach Bremen ziehst, ich ziehe jedenfalls nicht zu dem Einhorn in der Bäckerei, was sprechen kann. Warum nicht? Das ist mir ist schön. Ja, ich weiß aber noch nicht, ob das Halloween ist oder Karneval. Das war Karneval. Aber das Kostüm könnte auch Halloween sein. Ich sag mal nichts. Ja, und habt ihr dann, also hast du mit deinen Kindern zu Halloween auch gebastelt? Also wir sind ja hier eigentlich ein Bastel-Podcast. Was bastelt man denn zu Halloween? Im Endeffekt das, was du auch zu allen anderen möglichen Festen und Jahreszeiten basteln kannst. Also kannst einen Türkranz machen, du kannst so Wimpelketten machen, Tischdekorationen. Ich bin jetzt nicht der, ich schicke Karten zu Halloween. Und dann gibt's machst auch. Du so ein Foto von dir mit so komischen Plastikzähnen und grünen... genau, grünen Schleimaugen. Schleimaugen oder grünen Kontaktlinsen. Und dann malst du dann noch so ein mit dem Gesicht gebremst in die Fresse. Und dann kannst du... Dann machst du eine Karte, machst du ein Foto von dir rein und dann schreibst du vorne drauf, öffnest, wenn du dich traust. Genau. Open if you dare. Ja. Haben wir übrigens auch einen Stempel dieses Jahr wieder, ne? Open if you dare. Ja, voll gut. Ja. Okay, war keine gute Idee.
Ich weiß schon, warum ich kein Halloween feiere. Ich kann das nicht. Ich bin nicht kreativ. Das stimmt ja so. Also, Halloween-technisch nicht. Wir haben ein Jahr, also ich habe hier, seit ich denken kann, Halloween, also am 31. Oktober, Stempelpalast and Friends Day. Da war ich schon. Genau, da kommen alle, die so Lust haben. Manche basteln, manche schnacken, die meisten essen. Ich koche? Shelly kocht, genau, zusammen mit Anja und meine Downline verkauft noch im Zweitjob ihren Schmuck. Und also wir haben auch relativ viele Direktvertriebe dann da, wobei das eben nicht so eine klassische Direktvertriebsparty ist, sondern eher, wer was braucht, der kann dann den oder die ansprechen, was ich viel netter finde. Das haben wir 2018 gemacht, ne? Mhm. Ja. Und finde ich einfach viel netter als ja so eine Verkaufsveranstaltung irgendwie. Das ist zwar auch schön, damit man die Produkte alle kennenlernen kann, aber so, wenn man einfach was braucht, muss man sich ja nicht jedes Mal wieder diese Verkaufsveranstaltung anhören. Und wenn man die Mädels schon im Freundeskreis hat, dann hört man sich das also häufiger an. Ja, und du kannst halt eben so relativ simpel und einfach nur mal kurz drüber schnacken, ja, wenn du irgendwelche Fragen hast oder so. Oder genau, aber man fühlt sich eben dann einfach nicht bedrängt, weil jetzt alle, die da sind, irgendwie das ein oder andere angucken müssen, sondern man geht einfach hin, wenn man Interesse hat und man spricht mit demjenigen oder derjenigen, die gerade dafür da ist. Ja. Ja, das ist mein Friends Day schon ein paar Jahre. Und da letztes Jahr haben wir tatsächlich auch, da habe ich so Gruselsüßigkeiten gekauft, dann haben wir so komische Augen verpackt. So von einer Firma. Ich nenne sie lieber nicht, weil sie sind einfach eklig. Aber man kann sie gut verpacken. Aber wir haben sie zwischendurch aufgemacht und haben sie in den Hals gesteckt. Jeder als Mutprobe. Es ist so einfach eine Mutprobe. Ich erinnere mich ganz dunkel. Entweder war ich kurz danach da oder ich war per Zoom da. Eins von beidem war. Ja, im Zweifelsfall beides. Vielleicht habe ich es dir auch mitgebracht, weil wir danach onstage waren. Auch möglich. Hm? Das ist schon wieder so lange her. Alte Frau und so. Ja, aber ich muss auch sagen, irgendwie, also wenn ich jetzt überlege, das Jahr ist jetzt fast rum. Ich weiß aber nicht, wo. Also jedes Jahr sage ich, das ging ganz schnell, aber dieses Jahr weiß ich nicht mal, was passiert ist. Da ist ganz einfach. Erst Corona passiert, aber ja, das war schon, also irgendwie, sonst kann man immer noch sagen, der ist gestorben, da sind drei Kinder geboren, da haben zwei geheiratet und ich war noch 3 Wochen im Urlaub und dann reißt du so ein ganzes Jahr an Events aneinander und dann weißt du schon, wo das Jahr geblieben ist, aber dieses Jahr war irgendwie nichts. Nee, dieses Jahr war Corona. Ja. Und jetzt ist dieses Jahr um und es fühlt sich an, als wäre das letzte Jahr onstage noch länger her als ein Jahr. Mhm. Ja. Friends Day. Das ist, also ich war ein Jahr vor dem Friends Day, habe ich mein Teammitglied in Stuttgart besucht. Und dann gibt es da auch ein Bastelädle. Hashtag Werbung, habe ich selbst gekauft und so. und die hatte fluoreszierendes Embossingpulver. Das ist voll cool, oder? Coole Aktion. Mhm. Und dann haben wir an unsere Stempel alle rausgepackt mit Halloween und haben dann da irgendwelche Geister gestempelt auf schwarze Karten und sind dann ins Badezimmer gerannt zum Fotografieren. Ja. Das war auch witzig. Ja. Das ist auch eine Form von Halloween feiern. Ja, nur nicht gruselig. Manchmal schon. Ja, manchmal. Und dieses Jahr ist samstags Halloween und freitags Workshop. Das ist auch nochmal eine nette Kombi. Hm. Mal gucken, was wir denn da so machen und wer so über Nacht bleibt. Ich glaube, ich vergrabe mich einfach nach der Woche, weil
Das ist bei mir die völlige Horrorwoche. Also von daher passt es, dass es dann auf Halloween endet. Was hast du denn vor? Wir haben ja jetzt erstmal 2 Wochen Herbstferien anstehen. Mhm. Und nach den Herbstferien geht es direkt mit 2 Ganztagesveranstaltungen los in der Schule. Mhm. Und dann habe ich Donnerstag nochmal lang und dann war ich Wochenende. Ich verstehe. Ja, das ja und den der Feiertag fällt, das ist der 2. Feiertag, der in Nordrhein-Westfalen auf ein Wochenende fällt und in Bremen ja dementsprechend dann auch. Ne, ihr habt Reformationstag auf dem Samstag, wir haben Allerheiligen auf dem Sonntag. Ja, Tag der Deutschen Einheit ist auch Samstag. Korrekt, das meinte ich. Ne? Das sind 2 Feiertage in 2 Monaten, die halt so puff, weg sind. Nee, die sind schon in einem Monat. Also bei uns jedenfalls sind sie in einem Monat. Ja, bei uns nicht ganz. Aber es ist halt echt, ja, wie soll ich sagen, ungünstig. Ja, da müsste man bei Stamping Up arbeiten. Da hat man dann montags frei, weil samstags Feiertag war. Ja. Also falls irgendjemand versucht, am Montag den Support anzurufen. Ja, frei. Ja. Falls sie die sucht, die basteln Halloween-Sachen. Ja, irgendwie so. Ja. Ja. Nee, bei uns ist dann früher so gewesen, dass wir halt dann, also mit den Kindern viel gefeiert haben. Freunde von uns haben Halloween-Partys gemacht und dann kannst du halt eben wirklich süße Sachen dekorieren, also schön und nett und niedlich. Hm. Oder du kannst halt eben sehr, sehr gruselig arbeiten. Okay. Grundsätzlich trifft das ja in meinen Musikgeschmack völlig rein, dieses Gruselige. Von daher fühle ich mich da jetzt nicht so unwohl, so nach dem Motto, einmal im Jahr kann ich normal auf die Straße gehen und keiner merkt. Ich verstehe. Wir haben ein Jahr mal Halloween im Freundeskreis. Da mussten wir unbedingt mal diese ganzen Halloween-Rezepte ausprobieren. Würstchen mit so einer Mandel. Und dann eine halbe Tonne Ketchup oben drüber und dann sieht es aus wie komische Finger. Abgeschnittene Finger, ja. Und dann hatten wir Mousse Schokolade gemacht und dann gab es da so einen Bröselteig oben drüber und dann haben wir da noch irgendwelche Kekse mit Schokoladenüberzug reingestellt, auf die wir vorher mit weißer Zuckerschrift ein Kreuz drauf gemalt hatten. Das war dann der Friedhof. Genau. Wahnsinn. Also fürs Dekorieren finde ich es eigentlich auch wirklich total schön irgendwo. Das macht mir auch super viel Spaß, aber ja, du stehst nur den ganzen Tag in der Küche, ne? Ja, und ich habe halt auch nicht so richtig Muße tatsächlich. Jetzt dieses Jahr zum Beispiel hätte ich keine Lust zu feiern, beziehungsweise ja, durch diese ganzen Situationen. Die Infektionszahlen steigen gerade wieder. Ich durfte gerade meinen Urlaub absagen, weil es da Probleme gab. Und da möchte ich ungern Ende des Monats eine Veranstaltung hier zu Hause ausrichten, wo ich dann hinterher das Problem habe, dass meine Freunde vielleicht irgendeiner hat irgendwas mitgebracht und dann liegen wir alle flach. Da hat ja auch keiner was bei gebracht. Das stimmt, ja. Also ist Halloween dieses Jahr bei mir tendenziell eher virtuell. Ja. Hier gibt es ein Friends Day auch nur in ganz klein. Der Rest ist per Zoom dabei. Also ich lasse das nicht ausfallen. Aber da schalte ich mich bestimmt zu. Ja, du kennst ja meine Nummer. 55555. Ach nee, das war was anderes. Ja, nee, ansonsten bin ich tatsächlich eher jetzt im Herbst angekommen. Und bin, glaube ich, diejenige, die ja an Halloween am Tisch sitzt und Herbst bastelt. Das ist doch auch schön. Das ist so. Ja, aber ich sehe schon, also was der Vorteil von Zoom ist, man kann nicht nur miteinander quatschen, sondern man sieht sich auch. Und ich würde ja am liebsten Chelly jetzt erstmal eine Sonnenbrille geben. Ja, bei mir strahlt die Sonne rein. So ein bisschen. Die Eichen. Hier auch noch Sonne, ja. Die Eichen vor unserem Haus werden schon so langsam bunt. Die Eichhörnchen sind schon ganz fleißig am Arbeiten. Also
Der Herbst ist hier definitiv angekommen. Morgens ist es kalt und dunkel. Mhm. Aber ja, du hast halt auch diese tollen Nebelfelder, wenn du dann durch die Gegend fährst. Ja. Also großartig. Gestern Abend bin ich zur Tür rausgekommen, da war so Sprühregen. Und da dachte ich, ja, das ist auch so typisch Herbst. Ich denke, also Herbst ist ja grundsätzlich meine liebste Jahreszeit. Dieses ganze Gefliege hört endlich auf. Alles, was Flügel hat, darf jetzt sich einbuddeln und überwintern. Du meinst kleines Gefliege mit 6 Beinen? Ja, genau. Oder mit Stachel dran oder so. Also, da gibt es ja Varianten. Oder Rüssel. Hast du die Hornissen dieses Jahr gesehen? Das waren ja schon keine Hornissen mehr, das waren ja schon Vögel. Pongs. Frau Knapp, ich glaube, wir müssen da nochmal sprechen. Ja, aber also, weißt du, wie groß die waren? Alter Vater. Wahnsinn. Also, ich bin froh, wenn die sich jetzt irgendwo einbuddeln und dann wünsche ich mir einfach minus 15 Grad und nein, ich bin kein Killer, das kann die Natur von alleine. Von daher bin ich mag den Herbst. Ich mag das, endlich wieder zu Hause zu sein, endlich eine Kerze anzuzünden, ohne von der Wärme der Kerze noch mehr zu schwitzen. Wenn Tee dann auch irgendwann endlich mal wieder schmeckt, ohne dass man davon noch mehr schwitzen muss, das ist schon gut. Ja, das die Farben, ne? Ja, die zwei Pakete Terrakotta, die man so braucht im Jahr. Die braucht man im Herbst. Genau. Ich hatte mich gerade am Wochenende noch mit ein paar Mädels darüber unterhalten, dass Terrakotta ja eine der Farben ist, die du ernsthaft nur im Herbst anfasst, oder? Bastelst du unterjährig mit Terrakotta? Teilweise, ja. Ich bin da ganz raus. Also Terrakotta ist für mich echt so eine Farbe nur für den Herbst. Aber Kürbisgelb und Currygelb und so ist auch nur so für den Herbst. Nee, brauch die schon häufiger. Ja, du bist ja bunter als ich. Also. Das stimmt. Basteltechnisch bist du bunter als ich. Ja. Jetzt gerade auch. Ich sitze nämlich schon wieder in quietschpink hier. Ja, du bist pink. Hast du nur für mich angezogen und ich für dich hier. Ja, guck mal, wie wir uns wieder lieb haben. Siehste? Ja. Hast du schon Kürbis? Warum genau macht man Kürbis hohl, um die Geister zu vertreiben, oder? Genau. Macht da hässliche Gesichter rein? Genau. Jack-o'-Lantern sind eben diese Kürbislaternen, die dafür sorgen sollen, dass die bösen Geister vertrieben werden, die eben in dieser Nacht vor Allerheiligen die Erde heimsuchen. Das ist die keltische Mythologie dahinter, beziehungsweise die keltische Mythologie dahinter. Und die sollen eben die Lebenden in Ruhe lassen. Okay. Und hier in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, hat man Runkeln ausgehöhlt. Ich weiß nicht, ob du Runkeln kennst? Nein. Zuckerrüben. Ah, okay. Also ich wohne ja auf der Grenze zwischen Sauerland und Soesterbörde. Mhm. Und die Börde ist ein Gebiet, wo wirklich auch viel Zuckerrüben angebaut werden. Und die hat man früher ausgehöhlt. Also okay. Rüben hat man an die Tiere verfüttert und dann wurde eben so eine Runkel, hießen die bei uns, werden ausgehöhlt und genauso wie eine Kürbislaterne wird ein Teelicht reingestellt und dann am besten an den Stock und die Nachbarn mit erschrecken. Okay. Da gibt es auch großartige Geschichten zu. Also nicht mehr aus meiner Generation, sondern aus der Generation davor. Mhm. Wo dann irgendwie Tante sowieso erschreckt wurde und die ist völlig ausgeflippt und ne, mit dem Besen hinterher. Also hattest du dann auch deine Hexe irgendwie. Entschuldigung. Also an alle, die ich gerade irgendwie, ne? Ist klar. In jedem steckt ein bisschen Hexe. Oh, in dem einen mehr, in dem anderen, ja, in mir mehr. Ja, also das ist eben genau diese Geschichte mit den Kürbissen, Kürbisse aushöhlen. Fruchtfleisch essen. Suppe von machen. Hast du schon mit Kürbis gearbeitet dieses Jahr? Mit Kürbisgelb, ja. Mit der
Apfelhandstanze zum Kürbis kleben, ja, mit dem Ding in der Küche, nein, weil ich habe das ein einziges Jahr gemacht. Damals habe ich mir fast den Finger abgehackt, als ich versucht habe, diesen Kürbis zu halbieren. Warum lachst denn du? Das. Wie lustig. Und seitdem kaufe ich Kürbissuppe in der Dose. Ja, ist auch eine Option. Der Bäcker muss auch leben, der das Kürbis rot backt. Also ich nicht mehr. Das, bei uns gab es am Wochenende Kürbisstuten. Ja, den kann man ja beim Bäcker kaufen, scheibenweise. Und dann Kürbissuppe. Butter und Erdbeermarmelade, da bin ich dabei. Genau, und heute Abend gibt es Kürbis-Ofengemüse. Stimmt gar nicht, gestern Abend gab es Kürbis-Ofengemüse. Heute Abend gibt es, ich weiß noch nicht was, denn ich habe ja hier nicht nur Oktober, neues Stamping-Up-Jahr und Halloween-Vorbereitung, sondern ich habe ja auch noch ein neues Lebensjahr. Lebensjahr. Das war angefangen. Nur nicht deins. Nee, war nicht meins. Aber du hast dafür gesorgt, dass es da ist. Ja, und ab heute darf es offiziell Alkohol trinken. Oha, oha. Gruselig. Mal gucken, was wir dann so trinken später. Limettenbier. Limettenbier ist voll die gute Idee. Ja, oder? Also, ja. Mehr kann man ja irgendwie auch noch nicht kaufen. Also, in dem Alter. Man kann normales Bier trinken. Oder Wein. Wein geht auch, stimmt. Und Sekt. Aber ich glaube, das ist nicht so. Doch, Mama, kann ich ein Glas Wein haben, bitte? Ne? Meine ich. Tochter und ich haben jeder ein Bier auf dem Tisch und mein Sohn möchte einen Rotwein. Dann ein Weißwein. Ah, okay. Ja, Weißwein, ne? Ja. Puh, tja, also, ich käme nicht drauf, wenn. Also, nee, ist auch alles gut. Fand ich nur sehr lustig. Irgendwie, ja, glaube ich. Situation. Das glaube ich. Ach, weil für mich gab es früher keinen Alkohol. Ja. Ich wollte auch keinen. Also. Das ist doch sehr vernünftig. Guck mal hier, wie schön die Sonne scheint. Ich sehe nichts, es ist so hell. Ja, da kannst du grün sehen. Ja, genau. Baum sehe ich gerade noch. Alles andere ist einfach nur hell. Ja, ja. Ganz schön hell. Da kommt die Kamera nicht mit zurecht. Nee, das stimmt. Aber das ist genau dieses Licht, was ich eben auch so gerne mag. Deswegen guckst du da mal raus. Ich verstehe. Ja. Da ist nichts mit Halloween und hell passt aber nicht zusammen. Das ist korrekt. Ja, was basteln wir denn jetzt? Weiß nicht. Wimpelkette? Türkranz? Gäste-Goodies? Kommt ja keiner dieses Jahr. Da müssen wir Fotoalbum? Karten verschicken, wenn keiner kommt. Einladungskarten. Für? Na, Halloween für den 2021? Für den virtuellen Friends Day. Ach so, ja. Das könnten wir auch tun, das stimmt. Das wäre ja mal eine Idee. Ja. Ja, dann. Ich mit Brombeermus und Terrakotta und Schwarz. Ja, klingt doch schön. Ich komme. Sehr gut. Virtuell. Virtuell, sehr gut. Ja, das finde ich gut. Dann? Vielleicht stempel ich mir auch ein bisschen Deko ins Gesicht. So ein Spinnennetz. Ein Spinnennetz und Spinne drauf, oder wie? Da kannst du mit Dimensional noch draufkleben. Ja, wie cool! Ja, dann gehe ich mal in die Planung und wir hören uns wieder in 4 Wochen. Alles klar, bis bald. Bis bald. Tschüss.